Moin liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Ali der Bastler. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr mir treu geblieben seid und jetzt so lange auf ein weiteres Video gewartet habt. Ja, die Zeit in meiner kleinen Kellerwerkstatt ist leider vorbei. Ich befinde mich jetzt hier glücklicherweise in einer neuen Umgebung. Auch das Video wird gerade schön im Freien aufgenommen. Und weil aktuell die Werkstatt noch nicht eingerichtet ist. Ich habe mir jetzt gerade meinen Kaffee genommen. Es kann vielleicht ein bisschen länger werden, falls ihr Bock drauf habt, über die Neuigkeiten zu erfahren. Dann bleibt auf jeden Fall dran. Ja, was ist alles neu hier auf dem Kanal, beziehungsweise was passiert demnächst hier? Ihr werdet auf jeden Fall, wie gesagt, den Aufbau meiner neuen Werkstatt mitbekommen. Ich habe ja jetzt hier im Haus, hatte ich ja einiges, beziehungsweise am Haus einiges zu tun gehabt. Das bedeutet, hier auf dem Hof sah es wirklich schrecklich aus. Im Haus stand einiges noch einfach so rum, musste eingerichtet werden. Es ist natürlich nicht einfach, so einen Umzug zu planen, umzusetzen. Und gerade wenn man zu zweit ist, ich meine jetzt hier bei der Einrichtung, der Umzug an sich, das ging ziemlich schnell. In 2 Tagen waren wir hier eingezogen. Allerdings, wie gesagt, mussten noch viele, viele Dinge noch erledigt werden. Erst nachdem das alles fertig war, oder ich sag mal so, erst nachdem man einigermaßen drin wohnen kann, konnte, habe ich mir vorgenommen, die Werkstatt einzurichten. Auch da sind noch ein paar Sachen drin, die noch nicht zu dem Haus gehören, zu uns gehören, denn an dem Haus muss noch die Außenfassade gemacht werden, gestrichen werden, und dafür braucht man natürlich noch Baumaterial, Flugzeug, super, perfekt. Ja, und die Sachen befinden sich noch in der Garage. Die Garage werde ich nachher natürlich zeigen. Ihr werdet sehen, wie unordentlich, was für ein Chaos dort herrscht, wie unordentlich das ist und warum das so ist. Auch dazu werde ich, wie gesagt, noch ein paar Sachen zu sagen. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, diese Woche so schnell wie möglich die ganzen Umbaumaßnahmen durchzuführen. Welche das sind, das zeige ich euch jetzt direkt aus der Werkstatt, aus der Garage. Einfach mal mitkommen. Ja, und hier sind wir vor dem ganz großen Problem, vor der ganz großen Herausforderung. Die Garage, die ist überfüllt mit den ganzen Regalen, mit den ganzen Schränken, die ich von der anderen Werkstatt hier rübergebracht habe. Plus noch jede Menge kleine Werkzeuge, Kisten, die hier rumliegen, meine Maschinen. Das alles ist natürlich jetzt wirklich in einem Zustand, das ist unglaublich. Das zerbricht mir sogar das Herz, wenn ich sehe, dass die ganzen Werkzeuge da in irgendwelchen Kisten da rumfliegen. Jetzt wird natürlich der ein oder andere sagen, ja, planen, Ordnung, das muss man von vornherein ordentlich planen. Leute, ich habe alles geplant. Wenn irgendetwas dazwischen kommt, wenn irgendetwas nicht klappt, dann ist der ganze Plan am Arsch. Und vor allem, wenn man dann von anderen Leuten abhängig ist, jetzt nicht irgendwie gegen meine Umzugshelfer, meine Freunde, sondern es geht da um andere Leute, wie zum Beispiel Handwerker oder sonst was, dann muss man natürlich leider improvisieren und erstmal den ganzen Kram reinschmeißen und gucken, dass man nach und nach das Ganze abarbeitet. Gerade wenn es auch noch, wie gesagt, zu Hause noch einige Sachen zu tun gibt, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Was ich aber vorhabe, ist, bevor ich überhaupt anfange, die Werkstatt einzurichten, aufzuräumen, möchte ich da zwischen den 2 Garagen möchte ich auf jeden Fall einen Durchbruch machen. Wie das aussehen wird? Ganz einfach. Naja, es ist einfacher gesagt als getan. Die Wand, die mittlere Wand, da kommt ein Durchbruch von einer Breite von 1,5 Metern mal 2 Meter. Warum ich nicht die ganze Wand abreiße, das hat statische Gründe, das funktioniert bei dieser Konstruktion nicht. Es wäre viel zu aufwendig, da jetzt alles wirklich umzuhauen. Am besten wäre es, glaube ich, dann eine komplett neue Garage hier hinzustellen. Aber den Aufwand möchte ich einfach nicht betreiben. Deswegen kommt einfach die Öffnung in die Mitte, ziemlich mittig, 1,50 Meter mal 2 Meter. Und das sollte für mich auf jeden Fall reichen. Und wenn ich jetzt mal wirklich aus der Werkstatt, aus dem Bereich irgendetwas rausholen muss, in die andere fahren muss, kann ich es immer noch außenrum machen, durch die 2 Tore. Auch das ist zum Beispiel sehr, sehr praktisch.
Ja, was natürlich hier noch fehlt, ist Strom. Strom ist ja das Allerwichtigste hier in der Werkstatt, Licht. Und natürlich muss ich die ganzen Maschinen betreiben. Vorübergehend kann man sich ja Strom aus dem Haus beziehen. Aber für die Zukunft wird das alles natürlich ordentlich gemacht. Und auch dafür warte ich auf den Elektriker, der das für mich macht. Wir haben das alles schon besprochen. Wir werden nämlich den ganzen Strom aus dem Haus über eine neue Leitung, über eine 16 Ampere Leitung hier rüberziehen. Und dann kommt nämlich an die Wand ein Sicherungskasten, dass ich dann wirklich all meine ganzen Sachen hier separat getrennt abgesichert habe. Ein LAN-Anschluss, also Internet, werde ich hier drin hoffentlich haben. Ich werde meinen Strom haben. Ich werde dafür sorgen, dass hier wirklich alles von vornherein vernünftig verbaut, verkabelt wird. Denn ich habe einige Sachen vor, wie zum Beispiel aus der Werkstatt zu streamen, Livestreams zu machen. Jetzt hin und wieder mal, das wird jetzt kein Programm sein, aber hin und wieder mal werde ich streamen und auch alle anderen Dinge, die ich vorhabe, möchte ich hier in der Werkstatt umsetzen können. Und deswegen muss das von vornherein ordentlich geplant werden und umgesetzt werden. Morgen oder übermorgen bekomme ich auf jeden Fall meine ganzen OSB-Platten, denn die Wände, die werden alle mit OSB verkleidet, die Unterkonstruktion ganz einfach mit Latten und darauf dann die OSB-Platten. Das werde ich allerdings auch streichen, also da kommt auf jeden Fall Farbe an die Wand. Ich mag es nicht, diese typische OSB-Optik, dieser Farbton, der gefällt mir absolut nicht. Deswegen wird das Ganze so ein bisschen in den Grauton gehen. Ja, erstmal weg hier von dem ganzen Chaos, das nervt mich, es ist mir schon peinlich, euch das Ganze hier zu zeigen. Aber das ist nun mal die Realität, also man kann natürlich alles perfekt planen. Man kann auch eine Firma beauftragen und. Wir haben es ja auch gesehen, es gibt noch andere YouTuber-Kollegen, die mittlerweile umgezogen sind. Und bei dem einen bekommt man es mit, bei dem anderen eher nicht. Aber Probleme haben sicherlich alle irgendwie, ob klein oder groß. Meine Probleme sind im Moment, naja, mittelmäßig. Nicht lösbar ist es nicht. Es ist lösbar, es ist schaffbar. Es kostet einfach nur etwas Kraft und Zeit. So, und dann gehen wir jetzt mal von hier, von der rechten Hälfte zur linken Hälfte. Habe ich mal einen Schlüssel? Ja. Wie ich mir das Ganze vorstelle, ganz einfach. Hier wird mein Werkraum sein, die schönere Seite, und links werde ich dann einfach nur meine Maschinen hinstellen. Das heißt, da kommt die Tischkreissäge hin, meine zukünftige Bandsäge, die ich ja mittlerweile nicht mehr habe. Da kommt eine Bandsäge hin, da kommt eventuell noch eine Kappsäge hin und meine Absauganlage. So, jetzt seid ihr gefragt. Wie würdet ihr das machen? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ist das in Ordnung so? Werkraum, Maschinenraum? Oder würdet ihr das anders machen? Jetzt habe ich die Chance, alles vernünftig zu machen. Deswegen schreibt mir einfach mal eure Ideen, eure Vorschläge in die Kommentare. Ja, ihr Lieben, das war's wieder mal für heute. Ihr habt ein paar Informationen bekommen. Ihr habt wenigstens gesehen, dass ich noch lebe, dass ich meinen Kanal nicht aufgegeben habe, wie manch einer gedacht hat. Deswegen freut es mich auf jeden Fall, dass ihr mir treu geblieben seid, und würde mich natürlich weiterhin freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also, macht es gut, bis die Tage. Tschüss.